Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, wie viel von meiner Anmoderation gerade in der Aufnahme war, aber es hat gerade ein bisschen rumgespackt. Egal. Hi! Willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wiederhole ich es einfach mal. So, wir sind hier noch mit dem Sprung von Aloy. Wir sind gerade auf dem Weg. Ich gehe aus dem Fotomodus raus. Wir verfolgen gerade den Hohen Priester. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er heißt. Ich nenne ihn einfach mal Kreuzkopf. Um quasi hier Gerechtigkeit walten zu lassen. Und ja. Ich bin gespannt. Darüber, dann haben wir ihn. Hoffentlich haben wir ihn dann. Oh, warte, Vorratskiste ist wichtig. Ich hole mir noch Frostbeulen. Oh ja, ich sehe es schon. So. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Ach du Scheiße. Das sind alles drei Elite-Gegner. Sehe ich schon. Und ja, geil. Skalpiert die Wunde. Verlangt ihr Blut in Sonne. Und so sei es. Unsere Distanz. Aua! Fischköpfe! Alter, was? Hallo! Über deinem kläglichen Leben, Uthid. Was? Das hat mir gerade so fucking viel Schaden gemacht. Aua! Verpiss dich! Alter, wieso stunnen die mich bitte? Lass das wehtun, wenn der Schatten auf dich fällt. Okay, ich ball einfach mal mit. Okay, das wird so nix. Weißt du was? Weißt du was? Wenn ihr mit unfairen Waffen kämpfen wollt, dann kämpft ihr mit unfairen Waffen. Tötet die Nora. Dann kämpft ihr mit unfairen Waffen. Da habe ich kein Problem mit. So, habe ich jetzt den Aufmerksamkeit von dem Dulli? Ich will mich deine. Hallo, wieso kann ich den. Ich konnte den gerade nicht stunnen. Der Nahkämpfer hier ist mir überhaupt nicht sympathisch, steht gerade. Aua! Der macht so fucking viel Schaden. Hallo? So kann ich den nicht hitten? Endlich. Ist gerade leicht gebacken. Aua! Ran! Ich mache wenigstens. Aua! Ich kann nicht schnell genug wegrollen. Wenn der Schatten auf sie fällt. Zu seinem Sitz. Ah, die nehmen die Knarre mit. So. Bin da. Hi. Können wir nicht einfach runterballern? Ich hab gute Schussfeld. Ja gut, dann halt nicht. Nehmen wir den Feuerbringer halt nicht mit. Warte mal kurz. So, jetzt geht's. Vorsprung, hochklettern. Hallo? Hallo, Vorsprung, hochklettern. Immer diese Videosequenz beim Hochklettern. Das ist mir nicht sympathisch gerade. Hör schon, mach keinen Scheiß da oben. Ich hab immer Angst. Komm, hilf mir auch. Sehr schön, danke schön. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Es ist getan. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Ach, auch schon da. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Ja, was glaubst du, was mit Jans Gemieden passiert ist, mit dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Ja. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Du bist mir immer noch nicht sympathisch, Freundin. Du bist mir nicht sympathisch. Tut mir leid. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien. Und
bräuchte deine Hilfe. Ach, okay. So sieht's also aus. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Und sicherlich legal. Sie wollen nach Meridian. In Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nassadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Was wird jetzt mit Uthet passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Versteht sich sicher, geht ziemlich gut mit Erend. Kann ich mir gut vorstellen, sie zusammen in der Kneipe sitzen und saufen die beiden alten Männer. Das würde ich sympathisch finden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Ah, okay. Wie kann ich jetzt Itamen helfen? Was brauchst du, um Nassadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. 13? Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Oh ja, Verräterkopfgeld, okay? Dem Quest abgeschlossen. Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian. Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Okay, Schachzug der Dame. Warum glaubst du, dass Awad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse. Sympathisch, die Duellisten. Sympathisch. So. Ich wette, müssen wir wahrscheinlich wieder ziemlich weit. Ja, müssen wir. Hier hin? Wieso genau hier hin? Ist mir nicht sympathisch gerade. Warum genau hier hin? Aber egal, hier ist zufällig sogar ein Lagerfeuer. Finde ich sehr gut. Ja, das ist unser letztes Schnellreisepaket. Fuck. Ich brauche ein fucking Schnellreisepaket, verdammte Scheiße. hier ist ein Händler. Den können wir bestimmt Schnellreisepakete kaufen. Wir müssen beim Händler vorbeischauen. Wir müssen einfach bei einem Händler vorbeischauen. Wir brauchen Schnellreisepakete. Wir brauchen sie einfach. Das ist wichtig. Ich will nicht zwischen den kleinen Quests immer so hin und her springen. Denn ich habe kein Problem, zwischen zwei großen Quests meine Schwäche zu laufen, Blümchen zu sammeln, Maschinen zu töten und so weiter und zu tamen oder so. Pipapo, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man in einer Quest ist, und was, das gehört ja noch zur Quest dazu, auch wenn sie anders heißt, und es ein anderer Abschnitt ist, aber es ist einfach, ich will den Handlungsspann einfach nicht unterbrechen. Ich will die Handlung hier vorantreiben. Und da ist es ziemlich blöd, wenn man die ganze Zeit dann noch zwei Folgen dazwischen durch die Gegend läuft und einfach Crap baut. Da bin ich einfach lieber der, der ein Schnellreisepaket benutzt und ja, das alles ein bisschen beschleunigt. Sonst ziehen wir auch ein bisschen das Let's Play in die Länge, oder? Ist es nicht so? Ach, hi. Ziemlich viel Zeug. Finde ich sozial. Ja. Wo sind wir? Hier, hi. Wie geht's dir so? Du bist 13 Huadif, stimmt's? Das ist ein so geiler Name. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt. Was ist los? Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Monster? Du meinst, nee, nicht so wie das ein Wurm, oder? Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären.
Alles klar. Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Ich wusste, dass das kommt. Warum wusste ich das bloß? Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Sehr sozial, finde ich sehr gut von dir. Gutmütiger Mensch, auf jeden Fall. Hat ein Herz verdient. Entdeckt. Wie entdeckt? Ja, hi. Kommst du hier hoch oder muss ich runterkommen? So wie ich die Viecher kenne, muss ich runterkommen. Au. Ganz interessant, wenn ich hier oben bin. Kommt ihr hier mit hoch oder? Versucht den jetzt einzufrieren einfach. Damals, wie wir gegen den gekämpft haben, konnten wir noch nicht einfrieren. Aua, hui. Hallo? Finde ich nicht sozial. Kannst du hier mal wieder hochkommen, dass ich dich treffen kann mit dem Teil? Okay, wir gehen runter. Du bist aber ein hässliches Vieh, was? Ein Wunder, dass du dein Gesicht in der Kiste versteckst. So, er ist gefroren. Finde ich sehr aua. Finde ich sehr aua, geil. Warte, drei Pfeile, uff! Okay. Wir werden nochmal mit Eis drauf gehen. Okay, wir kriegen den ganz gut hin. Kriegen wir ganz gut hin, okay. Er ist nicht so ein Problem wie gedacht. Down! Easy. War auch kein Problem. Warum hatten wir letztens so ein Problem? Weil wir das Eis nicht hatten, ne? Ohne Eis ist der nämlich sauschnell und deswegen. Geiles Zeug. Was haben wir genau bekommen? Schock und Abriss. Ist beides geil. Apropos Abriss. Ich hätte schon ganz gerne. Wie viel Abriss ist das? Eigentlich würde ich ganz gerne auf den Jägerbogen noch einen Schadensperk drauf haben. Aber wir gucken einfach mal. Wie viel Abriss müssen wir das geben? Ich geb bei dem doch eh sowieso nie mit Feuer. Ich hab doch eh die andere Schleuder. Abriss. Das würde doch ganz schön Wumms machen. Ja, das würde richtig viel Wumms machen. Alter, ja, plus 35 würde das Wumms machen. Ja, okay, drauf, komm. Ist geil. Ist ja noch mehr OP. Okay, das bringt eine Handhabung, das ist nicht ganz so geil. Habe ich denn auf dem Kriegsbogen irgendwas? Kriegsbogen verwende ich ja auch nie, das ist ja auch so lustig. Okay. Ich verwende den Kriegsbogen eigentlich auch nie. Das ist dumm. Warum habe ich einen Kriegsbogen? Ich weiß es nicht. Denn das Einzige, was wir dadurch neu haben, ist Verderbnis. Denn Schock und Eis und so hatten wir ja vorher schon. Durch die Schleuder. Ich brauche den Kriegsbogen eigentlich nicht. So ein Seilwerfer wäre schon ganz geil. Also da brauche ich mir aber einen Schattenseilwerfer. Den hätte ich schon noch ganz gerne. Schattenseilwerfer. Okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Okay, hier ist ziemlich viel Heilungszeug. Nehme ich auf jeden Fall gerne mal mit. So schnell erledigt man mich nicht. Oh ja, ey Leute, du bist sehr robust. Ein robustes Fräulein.
Schau ich mal hier Feuilhallen. Feuilhallen, ja. Feuilhallen. Vollheilen, Rayon. Lern mal bitte Deutsch. Dankeschön. So. Gehen wir da wieder hoch. Ach, dieser Lensflare ist schon schön in dem Spiel, ne? Hab ich schon erwähnt, dass die Grafik geil ist? Erwähne ich, glaube ich, gar nicht oft, ne? Nur jede Folge, dreimal. Wo, glaube ich, in letzter Zeit habe ich noch nicht so extrem von der Grafik geschwimmt. Mehr vom Gameplay. Das Spiel ist auch einfach geil. Und das Einzige auf meinem Kanal, was im Moment regelmäßig kommt. Finde ich auch schon lustig. Aber es wird auf jeden Fall bald ein neues Projekt starten. Da werden auf jeden Fall auch täglich zwei Folgen kommen. Also eine Folge das und eine Folge das, ne? So, wir sind da. Hi. War easy. Was hattest du für ein Problem? Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nee, bin gut. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Alles klar. Dann warten wir. Hi. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Huadif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Sixpack, Lady! Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Ja, das bin ich. Damit bin ich gemeint, Kleiner. Ich bin der exzellente Schutz. Warum geht ihr vor? Ich sollte vorgehen. Ich bin der Schutz, der Exzellente. Ich bin ein exzellenter Schutz, habe ich doch schon Hallo. Ich bin auch noch da. Hi. Beachten mich einfach gar nicht, die ganzen Leute. Okay. Ist okay, ja. Es wird gleich was kommen. Wir werden gleich überfallen von irgendjemandem. Das sehe ich schon. Du bist verletzt. Was ist los? Ja, du bist verletzt. Können wir ihm bitte mal helfen? Ich habe genug Heilkräuter. Soll einen Heiltrank nehmen. Okay, shit. Die verfolgen uns. Oh nein. Da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Warum auch? Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Huadif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Yep. Nicht das Bossbaby beschädigen. Das Ware ist kostbar. Soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Badass! Kann losgehen. So, ich verstecke mich hier noch. Wo sind die denn? Ein paar Fallen wären nett. Nee, brauchen wir nicht. Platziere Fallen in der Schlucht. Wieso soll ich denn jetzt Fallen platzieren? Wie wär's mit einer Überraschung für Sie? Ich will keine Fallen platzieren, ich will One-on-One, das ist mein Stil. Ach Gott, dann aktivieren wir halt ein paar Fallen. So, hier. Reicht doch schon das Fallen. Fertig. Ja, komm, dann aktivieren wir halt ein paar Fallen. Stellen wir hier noch auf, die 5 Stück. Wenn die unbedingt wollen. Ein paar Explosionsfallen. Hier drüben auch. Wir haben auch ein paar Heilungsblümchen. Hinter diesem Fels. Wo denn? Ich hab aber noch eine. Was ist da alles für Zeug drin? Warum hast du da so lange gebraucht? Scheiße! Was war das denn gerade? Ich dachte schon, jetzt kommt so ein Wurm hoch. Wo soll ich in Deckung gehen? Da, okay. Erledige die Kultisten. Alles klar, ich habe da keine Probleme mit. So, wir machen mal den Sniper-König. Hatz! Nächster bitte! Ja komm, vortreten! Hatz! Keine Munition. Warte kurz! Kurz Pause, warte kurz. Geht weiter! Aber das war noch nicht alles. Ja, würde mich wundern. Da sind noch mehr. Mach und dich Maschinen. Bereit. Okay. Ja, ich bin bereit. Ich warte nur. Ich meine, das ist ja langweilig, was wir hier gerade machen. Warum campen wir hier eigentlich? Das ist nicht mein Ziel, hier eigentlich zu campen. Ich bezweifle, dass denen das gefallen wird. Was? Ich habe noch ein paar Fallen, auf die ich ballern kann. Das ist das Coole. Einer ist down. Den kümmerst du dich? Alles klar.
Alter, das ist ausgewichen einfach. Okay, wir gehen jetzt one-on-one. Naja, komm, ich habe keinen Bock mehr auf zu warten. Komm her. Nee, pfui. Du hast keine Chance gegen mich. Hallo! Da weicht der einfach aus. So was gibt es. Das ist ja schon leicht dreist. Komm jetzt hier. Es ist keine Schande, ihre Schwachstellen auszunutzen. Hast du da wirklich gerade Probleme mit dem Wächter? Ach Gott, hier ein Amateur habe ich hier an der Seite. Das ist ja unglaublich. Das war's? So wollen die ihren König retten? Genauso wie entführen die ihren König? Die schicken 10 Mann? Okay. Ich will's nicht beschreiben. Oh, da kommt noch was. Aber ich glaube, das war's. Ich hoffe nicht. Das ist uns langweilig. Nee, das war's nicht. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Die kriegen doch nichts hin. Die können doch nichts. Wogegen kämpfen wir? Nicht schon wieder! Was? Einfach... Alles klar. Alles klar. Ja, okay. Ja, es ist okay. Ja, warum? Ich von dem mal bitte ein paar Waffen runter. Von dem die Knarre, verdammt. Was sag ich? Ich will von dem die Knarre, verdammt. Komm her hier. Mats, Digga. Abgetrennt. Nice. Darf ich die haben? Ist das die Knarre? Ja. So, ihr lenkt den ab. Finde ich sehr sozial von euch. So, machen wir mal ordentlich Schaden hier. Das war's schon, okay. So, Strategie 2, nice. Leute, ich mach den mal deutlich langsamer. Oh, shit. Hi. Geh weg, bitte. Oh, shit. Oh, shit. Leute, der wird gleich deutlich langsamer. Ach, du Scheiße. Keine Munition nachcraften. Warte kurz, Pause. Alter, ist er ernsthaft jetzt? Halt mal still, wenn ich hier anschießen will. Jetzt halt da, halt mal still hier. Oh, das war's. Jetzt machen wir Schaden. Warte mal hier. Boots. 600. Boots. Boots. Oh, immer da oben drauf. Okay, das macht nicht ganz so viel Schaden. Boots. Boots. Okay, das macht nicht ganz so viel. Halt nicht mehr so viel Pfeil. Klappe hier. Ach schon! War easy! Alter, ich hab vor keiner Maschine mehr Angst. Wenn man wirklich strategisch kämpft. Ich finde, das macht Spaß. Die können noch deutlich heftigere Maschinen hier rein. Kleine Zierpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Vielleicht dich looten, auch wenn du da oben liegst. Mach mal deine Pfote hier weg. Nice! Handhabung. Warum so viel Handhabung? Ich brauche nicht so viel Handhabung. Ist auch schön, wie du da oben liegst. Sehr sexy. Oder ich würde sagen, das war's mir erstmal für diese Folge hier. Ich würde mich gerne heilen. Warte kurz. So, Folge halt. Finde ich sehr schön. So, Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. In der nächsten Folge werden wir uns einen kleinen Sprössling hier, den alten König Itamen. Jungen König vor allem. Junger König Itamen.
Wenn wir dann nach Meridian begleiten, zu Avad, zum wahren Sonnenkönig und so weiter. Ne, das werden wir alles noch in der nächsten Folge erfahren. Kurz auf die ewige Trick und Kommis alles unten rein. Ihr wisst, wie es läuft. Und lasst eine Bewertung da. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Morgen 15 Uhr. Ciao, Leute.